Der Tisch wird in den oberösterreichischen Vierteln überreich mit Köstlichkeiten aus der heimischen Landwirtschaft gedeckt. Wir haben zwei Leitprodukte im Genussland Oberösterreich. Das ist bei den Getränken der Most und das ist eindeutig bei den Speisen die Knödel. Die Knödel sind in allen Regionen in Oberösterreich vertreten und was uns dabei interessiert, ist die Unterschiedlichkeit, die Regionalität und die Vielfalt. Und das kann man wirklich kennenlernen. Einst waren Knödel das Maß, an dem die Kochkünste gemessen wurden. Im Rahmen der Aktion Knödeln wurde nun im Gasthaus Zweimüller in Christkirchen mit den unterschiedlichsten Füllungen geknödelt. Ja, das sind einerseits die traditionellen Knödeln wie Grammel- und Speckknödel und andererseits die regionalen Knödeln, das heißt Leberkäsknödel von Gourmetfein, er ist der beste Leberkäse Österreichs. Dann haben wir Schafkäsknödeln und Nougatknödeln. Nougatknödeln von der Schokolade Meier von Meckenhofen, der uns den Nougat mit Nüsse kreiert hat und das eine Spezialität für unseren Bezirk ist, sage ich mal. Der Knödel lässt sich einfach sehr gut in die regionale Gastronomie und in die regionale Küche einfügen und da ist sehr viel Vielfältiges möglich und das lässt sich immer wieder überraschen, was beim Hineinstechen dann herauskommt. Es ist nicht überraschend, dass der Knödelstammbaum weit zurückreicht. Das ist auch sehr interessant. Wir haben uns das etwas genauer angesehen und es geht zurück bis in die Jungsteinzeit. Da haben wir Funde, wo man sieht, dass gewisse Produkte in gewisse Teige eingepackt wurden. Das heißt, es gibt eine lange Tradition und sie ist eigentlich klassisch aus der Tradition kommend. Ein guter Resteverwerter, das war er immer, das soll auch in Zukunft wieder sein. Und dafür wird auch in den Schulen gesorgt. In der Bildungsregion Christkirchen, in den neuen Mittelschulen, sehr wichtig, dass das Fach Ernährung und Haushalt einen hohen Stellenwert hat. Wir haben sehr gut ausgebildete Lehrerinnen, die Schülerinnen und Schüler unterrichten, eben auch im Bereich Hausmannskost, aber auch gesunde Ernährung. Neben der Fülle sind die Zutaten für die Hülle wichtig. Also das klassische Knödelmehl ist einfach das griffige Mehl. Der Herr Landesrat hat mir gerade so schön gesagt, dass die Hände am wenigsten picken. Es kommt aber immer mehr auch das Universalmehl, wo einfach halb glatt, halb griffig gemischt ist. Also das ist, wie der Name sagt, universell einsetzbar, aber die traditionelle Köchin würde wahrscheinlich sowas nie nehmen, da geht nur griffig. Mein Lieblingsknödel ist der Haschiknödel. Es gibt viele, aber ich mag auch ganz gerne einen Semmelknödel, da kann man Bratl essen dazu. Also ich produziere sehr gerne die Speckknödel. Das ist eine Lieblingsvariante von mir aufgrund der Speckqualitäten und immer auch dazu etwas mit Fisch. Auch da haben wir jetzt bei den Knödeln schon einiges probiert, ob es der Saibling ist, ob es der Karpfen ist. Also sehr viele Produkte, die wir in Österreich haben, finden auch in Knödel statt. Die Vielfalt ist eindeutig das Beste.